Der Frühlingsmarkt und das Fest der Generationen, präsentiert von der Firma Doth, ihrem Restaurator und Malerfachbetrieb aus Niederstetten. Pünktlich zu dieser Veranstaltung hat das Wetter wieder ein Einsehen mit uns gehabt und es ist ein wunderschöner Frühsommertag. Genießen Sie heute die Zeit hier in Niederstetten. Wir haben wieder ein sehr umfangreiches, umfassendes Programm für Sie zusammengestellt, gemeinsam mit dem Gewerbeverein, dessen Vorsitzenden, den Herrn Dodich, auch ganz herzlich begrüßen darf und auch natürlich Dank sagen darf, denn ohne die Unterstützung des örtlichen Gewerbes wäre diese Veranstaltung nicht möglich. Der Gewerbeverein Niederstetten veranstaltet traditionell den Frühlingsmarkt. Und nach der Premiere im Vorjahr wird dabei zum zweiten Mal das Fest der Generationen gefeiert. Zahlreiche Vereine und Gruppen haben erneut ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Auf den verschiedenen Bühnen gibt es zahlreiche musikalische Darbietungen. Auch hier sind alle Altersklassen vertreten. Unter dem Motto Niederstetten, wie es singt und klingt, beteiligen sich zahlreiche Chöre und Musikgruppen aus der Kernstadt und auch den Teilgemeinden. Ein besonderer Höhepunkt ist das Kindermusical Wer küsst den Frosch, das die beiden Kinderchöre von Just Sing gemeinsam auf die Bühne bringen. Spektakulär auch eine Vorführung der Freiwilligen Feuerwehr Niederstetten, die einen Autounfall nachstellt, das vermeintliche Opfer aus dem Auto schneidet und dazu sogar das Dach abnimmt. So, jetzt wäre es soweit. Das Modell Fiesta Cabriolet Niederstetten ist geschaffen. Wir möchten uns herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Auch der Flohmarkt in der Langen Gasse kommt wieder gut an. Die Standgebühren gehen komplett an das Hilfsprojekt Notgroschen, das ein Waisenhaus in Kaliningrad unterstützt. Dieser verkaufsoffene Sonntag ist ein voller Erfolg. Auch der Gewerbeverein ist zufrieden. Ja, man kann, denke ich, zufrieden sein mit den Leuten, mit der Besucheranzahl. Ob man jetzt beim Schmidt draußen war, im Bereich Alter Sportplatz, Turnhalle, wo die Bundeswehr und die Feuerwehr ja relativ groß aufgefahren haben, oder Schulhof mit dem Banshee-Trampolin, mit dem Alpverein, mit der Familiengruppe, die den tollen Sandhaufen da platziert haben. Ich denke, querbeet durch die Hauptstraße bis hier am Marktplatz war es ein gelungenes Fest. Die Besucherzahlen haben gestimmt. Wir haben natürlich Glück gehabt mit dem Wetter. Es war der erste schöne Tag des Jahres und ich denke, das hat man gesehen, die Straßen waren voll, die Parkplätze genauso. Das ist immer der beste Indikator. Was will man mehr? In diesem Jahr hat das Fest der Generationen statt um 11 erst um 13 Uhr begonnen. Angesichts der zahlreichen und abwechslungsreichen Angebote fast ein bisschen zu kurz. Vom Frühlingsmarkt 2013 werden Ihnen präsentiert von der Firma Doth, Ihrem Restaurator und Malerfachbetrieb aus Niederstetten.